Ja, mein Name ist Bartek Bartuszewicz. Ich bin der Gründer und Inhaber der Firma Bartek Motorsport. Wir befassen uns mit Tuning, auch natürlich auch ein bisschen Motorsport, wie der Name schon sagt, mit Motoren. Das, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist der Online-Shop, was wir hier jeden Tag viele Pakete versenden. Und hier auch, was hier gerade so liegt, das kam gerade rein, das geht auch gleich wieder raus. Aber jetzt zeige ich euch unsere Area 51 und kommt einfach mal mit. Hier, und das ist unsere Area 51. Handy und Kamera verboten. Mitkommen. Das ist unsere Area 51, nennen wir die als Kürzel, aber das ist unser Workshop, wo wir halt die Autos präparieren oder auch Tuning-Produkte einbauen, gucken, testen und so weiter. Da vorne machen wir gerade was an dem Golf 5. Hier vorne steht ja unser R8-Projekt. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen. Dann bauen wir um auf, mit Doppelturbo auf 1000 PS. Das ist also auch ein interessantes Projekt für uns hier. Und hier ist Papas Ecke. Machen wir mal kurz Licht an. Hier bauen wir und präparieren die alten Motoren. Das ist zum Beispiel hier ein 15-Liter Motor, den wir komplett neu aufgebaut haben mit Performance-Teilen. Hier vorne ist der Ersatzspendermotor für den Audi R8. Da müssen wir an dem Motorblock ja auch und an dem Motor bestimmte Sachen umbauen, Coil, Pleuel und so weiter, alles verstärken, damit die Leistung halt hält. Das ist ja hier so ein 10-Zylinder mit Alusilbeschichtung. Das ist wie damals aus meiner Formel 1-Zeit, das waren auch 10-Zylinder-Saugmotoren. So, da gucken wir mal weiter, was der Yoshi da hinten bastelt. Das ist auch ein Liebhaberstück, ein Golf 5, 2 Liter TFSI. Ich glaube, extra aus Stuttgart zu uns gefahren. Joshi, was machst du denn da? Ja. Erzähl doch mal. Ich arbeite gerade am Golf 5 und war Kopfdichtungsschaden. Ja, Kopfdichtung neu. Und ja. Performance-Teile. Performance-Teile von uns eingebaut. Ja, die Kunden kommen also von sehr weit hier hin zu uns. Teilweise auch aus der Schweiz, also aus ganz Europa, Luxemburg, Benelux, aus den Staaten und bringen uns extra ihre Autos, damit wir uns dann mit unserem Fachwissen darin austoben können. Und jetzt gehen wir noch weiter auf den Prüfstand. Das ist auch ein geiles Werkzeug, was wir hier haben. Das zeige ich euch als nächstes. Ja, jetzt sind wir hier am Prüfstand. Das ist auch ein sehr wichtiges Werkzeug bei uns, da wir halt Tuning und Motorsport machen und die Motoren und die Produkte auch testen wollen. Fahren wir hier mit voller Möhre hier auf dem Prüfstand rum und können dann noch gucken, ob ein Diagramm, welches Teil was bringt oder was Müll ist oder was auch gut ist. Und so können wir auch Teile weiterentwickeln und uns selbst weiterentwickeln. Ist für uns halt ein geschlossener Kreis. Wir haben ein Produkt, wir können es einbauen und wir können es testen. So, und wenn dir das hier gefällt und du sagst, das ist geil, da gehe ich voll drin auf, sowas möchte ich unbedingt mal machen, egal ob in der Werkstatt oder im Lager oder sonst irgendwo, kannst ein Teil von unserem Team werden. Wir freuen uns auf dich, schick uns einfach eine Bewerbung, gerne per E-Mail oder auch ein kurzes Video von dir, wer du bist, was du machst und warum du bei uns arbeiten willst.